Warum stellst du her an? Ja, hey, da wollen wir gar nicht überlegen. Ich war die Treue. Hey, für Fan immer, ich bin ein treuer Fan, immer schon gewesen. Schon lange, weil ich einen Bezug habe zu einem gewissen Ex-Spieler, was jetzt Co-Trainer ist. Also Co-Trainer, sage ich jetzt einmal, er ist Dortmund-Trainer, der Herbert Hilsacker. Und ich gehe auch gerne runter. Die Mannschaft engagiert sich sehr. Aber leider Gottes, der Fan bedankt es nicht. So kommt zu, weil sonst wirst du überfahren auch noch. Übrigens, alles haben wir. Alles, Leipziger, Red Bull, alles da. Ich bin seit 2005 Red Bull-Fan. Was bedeutet das Dortmund-Spiel jetzt für dich? Ist das irgendwie so ein kleiner Höhepunkt in der Bullen-Geschichte? Oder wie kann man sich das ja, vorstellen? Weil sie es sich verdient haben, weil sie jetzt einfach einen super Fußball spielen. Ich warte für meine Freunde, die jetzt nicht da sind. Und wir haben eine Riesenfreude und wir freuen uns echt aufs Spiel. Ganz egal, wie es aussieht. Jetzt sage ich schon dazu, ich stehe mir auch schon an, ich habe mich auch schon angestellt wie der Hans Krankl, auch von einem reichen Mann gekauft worden ist, um Salzburg in die erste Liga zu schießen. Ich hab viel gesehen. Ich habe auch Malta gesehen. Malta 78? Ja, 6 Tore. 77. Ja, habe ich auch gesehen. Okay. Seit wann bist du ein Bullen-Fan? Ja, ich weiß schon. Ich bin praktisch von 3 mit aus. Du bist von 3 heißt bei dir was? Ja, kleines Stadion mit aus, nicht? Und jetzt bei den Bullen, was war da so bis jetzt dein Highlight? Das Highlight war eigentlich, was war dieses erste Ding? Valencia, glaube ich. Wie sie da so gut gespielt haben. Champions League? Ja. Meinst du, sie haben eine Chance gegen Dortmund? Ja, haben sie schon. Wie müssen sie spielen, das tut? Auswärts war unentschieden gut und daheim hoffen dürfen einen knappen Sieg.